Guten Abend, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu dieser Legung. Wir schauen uns die Energien für den Skorpion an, für den Monat November, gültig ab jetzt, zum Thema Liebe. Ich habe die Kartenlegung für die Skorpione im Oktober vergessen. Das ist mir irgendwie untergegangen. Ich habe die ein oder andere E-Mail bekommen mit dem Hinweis oder auch mit der Frage, ob ich es vergessen habe. Ja, habe ich. Tut mir leid. Wir ziehen daher direkt weiter in den November und lassen die Oktoberlegung weg. Energien gelten ab heute. Und ja, zu diesen E-Mails möchte ich gerne noch kurz zwei, drei Sätze sagen. Ihr dürft mich immer anschreiben. Ich freue mich sehr über Austausch mit euch. E-Mail-Adresse findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. Auch weitere Infos zu privaten Legungen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, für die ein oder andere Nachricht, die ich bekommen habe, die in einem nicht ganz so freundlichen Ton geschrieben war, nämlich mit dem Hinweis, hey, du hast die Legung vergessen, wann kommt die denn mal? Wir haben jetzt immerhin schon den und den Oktober. Es tut mir leid, ich habe es vergessen. Es ist hier mein Kanal. Ich biete kostenlose Kartenlegungen an. Mit viel Herz, mit viel Anbindung ans Universum, mit viel Leidenschaft in meiner freien Zeit. Und dass man etwas vergisst, ist menschlich. Es tut mir leid. Nichtsdestotrotz, lasst bitte gute Energie fließen. Und dies auch im persönlichen Umgang. Okay, wir schauen jetzt für euch. Bitte bedenkt oder beachtet, wie immer, es ist eine allgemeine Kartenlegung. Was hier nicht passt, wird auch nicht passend gemacht. Schau gerne in die Videos zu deinem Mond-Venus-Aszendenzzeichen hinein, wenn du die Energie hier nicht ganz fühlst. Wir schauen uns hier jetzt eure Energien an, Gedanken, Gefühle, Ängste, Blockaden, nächsten Schritte und was die Karten dir raten. Ich werde die ein oder andere Karte sicherlich gleich noch vertiefen. Ich habe erstmal ausgelegt und wir starten gleich mit der Deutung. Und zwar schaue ich mir deine aktuelle Energie an und die aktuelle Energie deines Gegenübers. Ich nehme bei dir, lieber Skorpion, wahr, dass du dich aktuell gerade in eigentlich einer emotional sehr stabilen und guten Phase befindest, voller Selbstliebe. Du gibst Liebe dir selber, anderen Menschen, dein Herz ist offen, du bist empathisch, liebevoll, zugewandt deinem Gegenüber, kannst dich gut artikulieren, kannst Gefühle gut preisgeben. Du teilst Liebe, du gibst Liebe und du kannst auch Liebe empfangen. Die aktuelle Energie von dem Menschen, auf den du hier schaust, da kommt mir hier sehr stark rein, ja, dass dieser Mensch momentan in so einer leichten Energie ist,
vielleicht auch so ein bisschen in Feierlaune. Der Fokus vielleicht auch gar nicht so sehr auf die Beziehung momentan gesetzt, sondern eher auf Freizeit. Dinge zu tun, die diesem Menschen Spaß machen. Vielleicht mit dir, vielleicht aber auch alleine. Vielleicht habt ihr da ein gutes Level, so dass jeder auf seine Kosten kommt. Also ihr seid beide in sehr schönen, leichten Energien. Du eher liebevoll und dein Gegenüber unternehmungslustig, feurig, zugewandt, kontaktfreudig, offen. So nehme ich euch beide wahr. Deine Gedanken, hier dreht sich aktuell gerade alles bei dir um etwas, was du hinter dir gelassen hast, was du hinter dir lassen solltest. Du machst dir Gedanken, ob ein Ortswechsel, ein Situationswechsel für dich möglicherweise angebracht wäre, ob es die bessere Alternative für dich ist, ob es dein Leben bereichern würde. Ob du für dich den Neuanfang wagen sollst, auf welcher Ebene auch immer. Mir kommt ganz stark rein, dass du entweder etwas hinter dir gelassen hast vor kurzem oder mit dem Gedanken spielst, etwas hinter dir zu lassen, was mit diesem Menschen zu tun hat. Entweder die komplette Partnerschaft oder ein Vorhaben, welches ihr gemeinsam umsetzen wolltet. Und du dich momentan sehr mit dem Thema Selbstliebe beschäftigst. Das ist so deine Energie. Ich glaube, du hast sehr viel Fokus auf dich, sehr viel Fokus auf Herzheilung, sehr viel Fokus auf deine Belange, deine Gefühle und für dich einfach mehr Liebe zu empfinden. Die Gedanken deines Gegenübers. Dann hätte ich auch gerne noch ein, zwei Karten zu, bevor ich hier näher in die Deutung gehe. Also dein Gegenüber, nehme ich hier wahr, der hat auch in Verbindung mit diesen vier der Stäben irgendetwas erreicht, irgendetwas geschaffen, irgendetwas verändert bei euch, was für ihn sehr erfolgreich war, was ihm ein gutes Gefühl gegeben hat. Und daran hält er fest. Der hat gerade, glaube ich, so einen kleinen Ego-Pusher. Der wird gerade, der hat so ein, ich habe das Gefühl, dem geht es sehr gut, der fliegt gerade sehr hoch, mental, emotional. Von dem, was er tut, von dem, was er macht. Irgendetwas hat er hier erlebt, irgendwas hat er erneuert, was ihm unfassbar viel Stärke und Erfolg gebracht hat. Das kann durchaus sein, dass wir hier über etwas Berufliches sprechen. Vielleicht hat dein Gegenüber sich beruflich so sehr umorientiert, dass möglicherweise für eure Partnerschaft überhaupt keine Zeit aktuell zur Verfügung steht. Und diese Veränderung tut deinem Gegenüber aber so gut, dass hier momentan überhaupt nicht von abgewichen werden möchte. Das nehme ich hier wahr. Man hält an diesem guten Gefühl, an diesem Gefühl, was einem oder an der Situation, die einem dieses gute Gefühl der Freiheit, der Unabhängigkeit, des Erfolges gibt, daran hält man feste. Was sind denn deine Gefühle in Bezug auf dein Gegenüber? Okay. Ich weiß gar
gar nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Also du bist, das ist 6 der Kelche. Tiefe Verbundenheit, tiefe Vertrautheit, tiefe Liebe, tiefe Freundschaft. Ein Weg, den ihr miteinander bereits zurückgelegt habt. Wir reden hier nicht von einer Partnerschaft oder Bekanntschaft, die erst seit einem Monat existiert. Ihr habt eine Vergangenheit miteinander. Ihr vertraut euch, du vertraust diesem Menschen. Und ja, zwischen euch hat auch Wachstum stattgefunden. Also ihr habt einen Weg miteinander zurückgelegt. Das ist von deiner Seite aus eine sehr, sehr tiefe und auch bedingungslose Liebe will ich nicht sagen, aber eine Liebe, wo dir das Wohl deines Menschen sehr am Herzen liegt und du auch auf das Wohl des anderen sehr achtest. Das kommt mir hier sehr, sehr stark rein. Und die Gefühle deines Gegenübers. Okay, ich nehme hier ganz klar wahr, mit dem Gehängten unter dem Deck, die Entscheidung zwischen entweder zwei Menschen oder zwischen Stabilität, finanzieller Stabilität, finanziellem Wachstum und Partnerschaft war. Ich glaube, dein Gegenüber ist so ein bisschen von eurem Weg abgekommen, von eurem gemeinsamen Weg abgekommen, durch etwas, was ihm das Gefühl des Erfolges, der Bestätigung gebracht hat. Und ob er die Liebe zu dir fühlt, momentan kann ich gar nicht so klar sagen. Ich nehme hier eher die Energie wahr, dass hier eine Entscheidung getroffen werden muss, dass dein Gegenüber für sich selber ein wenig durcheinander ist. Mit sich selbst so ein bisschen am Hadern und am Jonglieren ist, in welche Richtung es weiterhin für ihn geht. Bleibt der Fokus auf eurer tiefen Verbindung, auf der Partnerschaft? Oder setze ich meinen erfolgreichen Weg fort, um welchen Preis auch immer. Das kann hier eine Entscheidung halt sein. Also einmal natürlich zwischen der Liebe, es kann zwischen zwei Personen sein. Diese Entscheidung kann aber auch zwischen dir und einer Arbeitsstelle, einem Umzug, irgendeiner gravierenden Lebensveränderung, die ihn glücklich macht, aber eure Verbindung gefährdet. Okay, wir schauen mal in die Ängste und Blockaden bei euch rein. Du hast einfach Angst vor dem Ende der Partnerschaft. Du bist auch ein Stück weit blockiert. Du hast Angst, die Verbindung zu diesem Menschen zu verlieren. Das nehme ich hier ganz stark wahr. Du hast Angst, dass ihr Probleme, Verstrickungen und so weiter nicht lösen könnt. Und ich nehme dich auch sehr blockiert wahr in deiner aktuellen Energie. Also du bist mit dir, du versuchst, dich selbst zu stärken, dir selbst Liebe zu geben, dir selbst Wärme zu geben, bei dir zu bleiben, nicht zu versinken. Du versuchst für dich auch an diesen Neuanfang zu glauben, für dich zu überlegen, was ist besser, halte ich daran feste, gehe ich weiter.
Ich nehme aber hier ganz stark wahr, so diese Angst, das alles aufzugeben, das alles zu verlieren. Und bei deinem Gegenüber? Naja, da kommen mir hier zwei Deutungsvarianten rein. Zum einen hat er Angst davor, diese Situation einer neuen Chance und den damit verbundenen Konsequenzen nicht kontrollieren zu können, dass ihm irgendwo die Kontrolle aus den Händen gleitet. Und es ist hier auch so, mir kommt so ein bisschen rein, wenn es sich hier nicht um ein Kontrollthema handelt. Hier liegt der Herrscher, möglicherweise ist es dein Ehemann, vielleicht seid ihr sogar verheiratet. Da nehme ich hier wahr, dass er so ein bisschen auf Zeit spielt, bevor er sich entscheidet, den nächsten Schritt tut und alles so ein bisschen, ja, ich sag mal hier, dem Schicksal auch überlässt. Ne? Er lässt die Dinge laufen, guckt mal, was kommt, was passiert mit dir und der anderen Situation. Beobachtet das Ganze, genießt das Ganze, macht aber keinen nächsten Schachzug. Also ich nehme hier auch bei deinem Gegenüber, ich nehme von beiden Seiten eigentlich aktuell überhaupt keine große Aktivität wahr. Womit darfst du denn rechnen? Ja, vor. Ich glaube, hier wird erstmal gar nicht so viel passieren. Ich nehme hier Konflikte wahr. Ich nehme hier möglicherweise auch wahr, dass man nicht ganz ehrlich ist. Dass ein paar Geheimnisse, Unklarheiten im Raum schwirren, die dir auch ganz viel Energie rauben. Dein Gegenüber, nehme ich wahr, der stiehlt sich so ein bisschen aus dieser ganzen Situation davon. Ich nehme hier, es tut mir leid, ich bin immer ehrlich, ich sage das, was mir hier auf dem Tisch liegt, kein positiver nächster Schritt in deine Richtung von deinem Gegenüber. Das ist für mich eher die Energie, ich stehle mich davon, ich bin nicht ehrlich, ich scheue Kommunikation und was mit dir ist, ist mir erstmal egal. Und was darfst du tun? Was raten die Karten dir? Okay. Rückzug. Dich selber wieder erden und ins Gleichgewicht bringen. Dich von altem Ballast befreien, Fokus auf dich und für dich auch deine Wünsche, deine Visionen, deine Ziele, die du hast im Leben, nochmal in den Fokus bringen, dir darüber klar werden. Und ich glaube, wenn du das tust und wenn du dich auch hier ins Gleichgewicht bringst, wirst du dir das selbst beantworten können? Nämlich die Frage, bleibe ich oder gehe ich? Ihr Lieben, vergesst bitte nicht, das Video zu liken, zu kommentieren, zu teilen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
und sage bis zum nächsten Mal.